Man sagt ja immer, die Europäer müssen sich verteidigen. Ja. Es kommen nur 2-3 Staaten dafür in Frage. Die Briten leider sind so sehr nach Amerika ausgerichtet, die machen nicht mit. Also es kann sich nur um diese alte karolingische Gruppe bilden. Aber das will keiner nicht. Also das hat, vor allem auch in Deutschland ist das Interesse daran völlig erloschen. Ja. Und die Armeen würden ganz gut zueinander passen. Das würde funktionieren. Ja. Aber in der Politik ist nicht da, in der Öffentlichkeit, es ist keine Wahrnehmung auch der Gefahr. Man meint immer noch, man ist im Kalten Krieg im Grunde. Das Thema meines neuen Buchs ist einfach, dass die NATO überholt ist. Nicht der Atlantische Vertrag, sondern die Organisation, immer mit einem amerikanischen General in der Spitze. Die ein Dienstleister geworden ist für den Hegemon, wie Sie schreiben, ja, nicht? Ja. Und dessen Interessen können gar nicht identisch sein mit den unseren. Ja? Das war der Fall, solange eben die Bedrohung aus dem Osten war. Ja. Und de Gaulle ist ja aus der Organisation ausgeschieden damals. Ja. Er hat die amerikanischen Basen aufgelöst, die Stäbe aus Fontainebleau abtransportiert nach Belgien die Truppen auch herausgenommen. Ja. Deutschland konnte das gar nicht machen, in der Situation, wo es war, am Eisernen Vorhang, er konnte sich gar nicht leisten. Ja. Heute ist es so eine andere, wir operieren jetzt nur noch out of area. Sie sprechen hier in Ihrem Buch, Ihrem neuen Buch, von einer Zangenbewegung gegenüber Russland. Ja? Ja. Davon, das ist ja etwas ganz Unheimliches. Wenn Sie sich vorstellen, Bush hält eine Ansprache im Baltikum, gleich darauf in Tiflis eine recht aggressive Ansprache, ja, die diese die Kräfte in Georgien. Und Dick Cheney reist nach Kasachstan und versuchen dort, das Regime zu kippen gewissermaßen, nicht wahr? Und in Kirgisien ist es schon gemacht worden mit verheerenden Folgen. Aber das ist doch im Grunde eine Verrücktheit, hier eine Einkreisungspolitik zu machen, die natürlich wahrgenommen wird. Also man beginnt praktisch einen neuen Kalten Krieg. Wie die Amerikaner das rechtfertigen wollen, weiß ich nicht. Die Russen hinter die Wolga zu drängen, ist einfach absurd. Wir haben keine Probleme mit den Russen mehr, aber die deutsche Öffentlichkeit, die deutschen Politiker machen das mit. Es ist noch nie jemand gelungen, Russland in dieser Weise zu demütigen und einzukreisen oder irgendwie zu bedrängen. Das haben die Polen nicht erreicht. Das hat der schwedische König, Karl XII., versucht. Die Tataren haben es zwar drei Jahrhunderte einmal gelungen, geschafft. Aber von der anderen Seite. Ja, das sitzt tief in anderen Mitteln. Ja. Aber interessant ist ja, dass Putin als Nationalfeiertag die Befreiung Moskaus von den Polen gewählt hat. Also nicht etwa den Sieg über Hitler oder den Sieg über Napoleon, sondern das Ende der polnischen Besetzung Moskaus, nicht, die ja damals stattgefunden hatte. Aber um von der Zange jetzt zu sprechen, die Chinesen sind unendlich klüger. Wir sind wirklich an der Position der Stärke in Fernost. Das entvölkert sich, ist mit chinesischen Waren überschwemmt, also nicht nur auf den chinesischen Märkten, auch sonst. Aber es findet keine gezielte Immigration statt. Das Land ist ja leer und nebenan ist die Mandschurei mit 120 Millionen Menschen, die voller Menschen ist. Also die könnten also ohne weiteres diese Fernostprovinzen bis zum Baikalsee unterwandern. Die Chinesen halten sich extrem zurück, machen sogar eine freundschaftliche Politik mit den Russen und machen gemeinsame Manöver. Die sind nicht sehr bedeutend, aber es ist ein Symbol, weder Russland noch China wollen sich bei einer möglichen Konfrontation mit Amerika einen Zwei-Fronten-Krieg leisten. Ja. Und auch nicht sich isolieren. Und wenn Sie mir mal so beschreiben, das Amur-Gebiet, da leben 8 Millionen Russen in großen Weiten. Ja. Übrigens rohstoffreichen Weiten, nicht im Norden und im Süden auf einem ganz engen Raum 200 Millionen Chinesen. Ja? Ja. Das ist ja nur nach Karl Marx also ein unglaubliches Ungleichgewicht, eine industrielle Reservearmee, wie er immer sagt, die natürlich dann eindringt. Ja. Auf die Dauer wird natürlich die Demografie
Kräfte ausübt. Das ist ja auch unser Problem im Grunde gegenüber dem Islam. Unser Problem im Islam ist nicht so sehr der Terrorismus, es ist die Demografie. Ja. Nicht, ja. Auch die sich bei uns im Inneren schon bemerkbar macht, aber auch an unseren Rändern. Ja. Nicht? Und in Russland geht die Bevölkerung jedes Jahr um 800.000 zurück. 145 Millionen Einwohner der Russländischen Föderation ist verdammt wenig zwischen Smolensk und Vladivostok. Und von diesen 140 Millionen sind noch 20 Millionen turkstämmige Muslime, die also teilweise doch auch nach einer gewissen Eigenstaatlichkeit hintendieren, sogar eben an der Wolga, sogar in Tatarstan und Baschkortostan, wenn man heute Baschkirien nennen. Diese GUS-Länder da im Süden Russlands, ja, sind die eigentlich stabil und immun gegen die Versuche der USA, hier vorzudringen? Ja, die Amerikaner haben sich dann wahnsinnig ungeschickt verhalten. Sie hatten in dem Präsidenten Karimov von Usbekistan einen zuverlässigen Verbündeten. Ein ziemlich brutaler Mann, der von nicht zurückschreite, der also von früher der höchste Parteifunktionär der KPDSU dort gewesen ist, aber ohne jede Schwierigkeit in die Rolle eines Sultans und Emirs übergesprungen ist. Sein Vorbild ist ja auch Tamerlan. Ohne jede Wendehalsigkeit. Tamerlan ist der Nationalheld Usbekistans. Aber er hat natürlich das Problem mit der Islamischen Revolution. Er hat einen eigenen staatstreuen Islam geschaffen, so wie früher die orthodoxe Kirche unter Stalin, wollen wir sagen. Aber er duldet keinen, Fundamentalismus, keine Salafia. Und dagegen geht er sehr scharf vor und er hat eben das Problem des Ferganatals, das nun wirklich das eigentliche Zentrum der religiösen Frömmigkeit in Zentralasien ist. Und die Amerikaner haben dann von Demokratie gesprochen. Es hat den Massaker im Ferganatal gegeben. Der Botschafter muss sich sehr ungeschickt genommen haben. Resultat war, Karimov hat gesagt, die Leute wollen mich am Ende stürzen, so wie sie den Präsidenten Akayev in Kirgisistan gestürzt haben, ohne wirklich zwingenden Grund. Und dann breche ich eben jede Beziehung, militärische Beziehung zu Amerikanern ab und löse deren Flugbasis auch. Für die Deutschen aber, die haben in Termes ihre entscheidende Basis für jeden Nachschub, jede Verbindung nach Afghanistan. Die haben sich dann mit Karimov irgendwie arrangieren müssen, wahrscheinlich auch sehr viel Pacht zahlen müssen. Das ist interessant, was Sie da beschreiben. Sie sagen ja, in Afghanistan sind die NATO-Positionen, auch die deutsche, ja, durchaus gefährdet. Ja, das kann sich sehr schnell irakisieren. Also das ist meiner Ansicht nach ein zum Himmel schreien, das Skandal. Ich brauche das Wort selten. Ich bin nicht sehr emotional, ich sage ja kühl. Aber seit Jahren warnen die Kommandeure, die das sind. Auch der BND in dem Fall hat sehr gut berichtet. Wir haben im Moment auch einen Botschafter, der ein sehr klares Bild von der Lage sagen, wenn hier der Stammesaufstand kommt, und der wird eines Tages kommen, ist keine der Positionen zu halten. Dann sind sie eingekesselt plötzlich. Absolut. Wie eine britische Garnison in Indien, ja, während des Sepoy-Aufstandes. So ungefähr stelle ich mir das vor. Und in Briten ist ja passiert im 19. Jahrhundert, 16.000 Untertanen ihrer Majestät, die in Kabul waren, die versuchten ja, alle massakriert, bis auf einen einzigen Militärarzt. Nicht? Es gibt, glaube ich, sogar eine Ballade darüber. Alle umgekommen. Sind über den Kaiberpass nicht mehr zurückgekommen. Aber hier wäre es so, sagen Sie, die müssen sich jetzt dann zu der nächstliegenden russischen Brigade durchschlagen im Ernstfall. Im Grunde ist das also für... Wenn Stalingrad eigentlich gut gewesen wäre, nicht? Wenn Stalingrad das rechtzeitig gemacht hätte, wäre noch eine leise Chance gewesen, zum Gros der Armee zu stoßen. Ja. Und Kunduz ist so 60, 80 Kilometer von der tadschikischen Grenze entfernt, wo Russen stehen. Ja. Das wäre im Grunde die einzige Möglichkeit. Es gibt aber dann zum Beispiel für Faisabad, das total isoliert ist, wo man im Winter auch keine Sicht hat, wo Nebel sind, wo man schon bei Regen nicht per Land hinfahren kann, ist die Situation völlig aussichtslos. Und das weiß jeder. Und das wird nirgendwo gesagt. Und dann werden Resolutionen getroffen, wie jetzt, nicht wahr? Die ganze ISAF-Truppe, das war eine Stabilisierungstruppe, was immer, whatever it means. Aber ist jetzt total der NATO unterstellt, das heißt, dem amerikanischen Befehl unterstellt. Gut, das ist im Moment ein Brite, der General Richards, ein bisschen altmodische Vorstellung. Aber die deutsche Rolle in Afghanistan hat sich völlig verändert. Die Deutschen waren sehr beliebt bei der Bevölkerung. Es gibt ja dann diese Vorstellung der arischen Nation. Wir sind ja alle Arier. Das wird jeder Dorfälteste sagen. Hat dann mit Hitler nicht viel zu tun. Sondern, das natürlich in dem Maße, wie die Deutschen sich mit der amerikanischen Sache identifizieren,
Ja. Das tut der Bundestag ja. Ja. Nicht die Soldaten. Nein. Da wird natürlich, sag mal Gott, wie Heckmatt ja, also einer der Führer des Aufstandes, mir in einem schriftlichen Interview hat zukommen lassen, ich kenne ihn, weil ich auf seiner Seite war, weil im Einsatz gegen die Sowjetunion, hat mir dann gesagt, wenn die Deutschen das Zuckerbrot sind, das uns die Sache versüßen soll, dann wird sich's auch gegen Deutschen richten. Ach. Und dann kommt auch noch die Amerikaner, die das wissen. Die CIA fährt teilweise auf Fahrzeugen mit schwarz und goldenen Wimpelchen und deutschen Nummernschildern, um für Deutsche geheim zu werden. Wir haben ja eine sehr eigenartige Beziehung zu diesem Afghanistan. Im Ersten Weltkrieg große Versuche, ja, hier mit Hentig, von dort aus ein Bündnis zu schaffen und Indien anzugreifen. Ja. Also kühn. Sehr kühn, ja. Dann, aber da haben wir noch die Türken auf unserer Seite so gehabt und ja, der also Kalif da waren wir in etwas Istanbul. Näher dran, ja. Ja. Dann als nächstes 1928 dieser Besuch eines Zauberkönigs aus Afghanistan bei Hindenburg. Ja, ja. Sehr berühmt. Damals gab es den Schlager Afghanistan, Afghanistan, das geht dich auf gar nichts an. Ja? Ach, damals das schon. Das zeigt die Differenz. Das war der König Amanullah, der nun ganz auf Westen schalten wollte. Und das Land war nicht reif dafür. Nein, das ist dann eben gestürzt worden. Ja. Er wurde deswegen gestürzt. Ja? Deswegen gestürzt. Nicht, das konnte Atatürk in der Türkei gerade durchsetzen. Ja. Der Vater des letzten Schah, der ein Gewaltmensch war, hat es auch in Iran weitgehend durchgedrückt. In Afghanistan ist das nicht möglich. Und die Vorstellung, dass man auf unbegrenzte Zeit eine bewaffnete Armee von Ungläubigen in einem islamischen Land belassen kann, grenzt an Wahnsinn. Gerade in einem Land wie Afghanistan. Dann gibt es den Zeitpunkt, als in der Weihnachtszeit die Russen einmarschieren, eine Instabilität außerordentlicher Art entsteht, weil gleichzeitig Tito zu sterben droht. Ja? Ja. Also Instabilitäten, bei der keiner keinen ausrechnen kann. Und da hatten wir genau, das habe ich mal festgestellt, zwei Beamte für Afghanistan im Auswärtigen Amt. Ja? Nicht? Das ist jetzt eine große Abteilung. Ja? Zunächst einmal, das war die Aufmerksamkeit, die wir dem widmeten. Was sehr zu bedauern ist, nämlich es war wirklich in Afghanistan eine zutiefst deutschfreundliche Stimmung da. Es gab auch das deutsche Gymnasium, das Gymnasium, wo die also sehr, sehr gute Leute ausgebildet worden sind. Und das wird jetzt verspielt. Also die Lösung wäre im Grunde gewesen, das habe ich auch unserem früheren Verteidigungsminister, also damals schon gesagt, als der Karzai gewählt wurde, ist auf eine krumme Weise gewählt worden, aber alle haben es ja gefeiert, und dann eine Parade in Kabul zu machen mit deutschen Soldaten, sich feiern zu lassen und abzuziehen. Und dann, man befasst dann weiter, wir haben sowieso keinen Einfluss drauf. Und die Taliban, was man immer auch gegen sie sagen muss, sie haben die Opiumernte unter Kontrolle gehabt. Ja. Da wurde so viel gerade angebaut, dass sie Waffen kaufen konnten, mehr nichts. Und heute, in einem Jahr, ist die Opiumernte um 40% angestiegen. Ich glaube, 1500 Tonnen Opium. Ich glaube, das ist natürlich ein weltweites Problem. Also durch die Verseuchung, durch Heroin, sind bestimmt schon viel mehr Leute umgekommen als in Manhattan im World Trade Center. Durch den Terrorakt. Ja. Wenn Sie jetzt mal diese Einkreisung Russlands mir noch mal vor Augen führen. Ja. Ja, das beginnt in den baltischen Republiken, weil sie instabil sind gegenüber ihren russischen Minderheiten. Das sind gewaltige Minderheiten. Das sind groß, vor allem in Lettland, ich war sehr, sehr stark. Mit dem Sprachenproblem, mit verbunden ist. Und dann ist. Kommen dazu, die drei Staatschefs der baltischen Staaten haben, glaube ich, auch einen amerikanischen Pass. Ach. Genauso wie eine ganze Reihe von afghanischen Ministern ihren deutschen Pass im Safe der deutschen Botschaft liegen haben in Kabul. Und auch Fall der Fälle sozusagen. Ja, nicht die Frau von Juschenko in der Ukraine ist gebürtige Amerikanerin. Saakashvili ist in Amerika ausgebildet worden. Nicht, das ist eine ganz planmäßige Politik, aber es geht schief. Nicht? Also ich hätte gar nichts dagegen, wenn wir eine Pax Americana hätten. Warum nicht? Also Amerikaner wären aber vielleicht. Man kann sie nicht entwickeln gegen. Ja? Nein, es fehlt ihnen auch der Instinkt im Umgang mit fremden Völkern. Nicht? Es gibt ja jetzt neue Studien, dass das alles falsch war, dass sie den Leuten die Tür eingetreten haben, die Väter vor den Kindern gedemütigt haben, die Frauen waren unverhüllt.